Schwarze Löcher gehören zu den seltsamsten Objekten des Universums. Und sie wirken oft sogar ein bisschen angsteinflößend. Aber was wissen wir wirklich über sie? Wie entsteht ein schwarzes Loch und was macht es so fremdartig? Wir wollen heute einige Sachen richtigstellen, die immer wieder falsch dargestellt werden. Vor allem aber werden wir einige der spektakulärsten Phänomene betrachten, die in der Nähe schwarzer Löcher auftreten. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. In den Videos zu Supernovae und Neutronensternen haben wir erfahren, dass ein Stern, dessen Kern mehr als 1,4 Sonnenmassen besitzt, am Ende seiner Fusionskette in einer Supernova detoniert. Der Kern kollabiert und erzeugt einen Neutronenstern. Der Kollaps wurde durch Neutronenentartungsdruck aufgehalten. Wenn allerdings ein weiteres Limit überschritten wird, welches wir Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit nennen und welches bei etwa 2,2 Sonnenmassen liegt für den Kern, dann hält auch der Entartungsdruck der Neutronen, dem Kollaps, nicht mehr stand. Keine Kraft des Universums kann diesen Kollaps aufhalten. Alle Materie verdichtet sich in einem unendlich kleinen Punkt, der Singularität. Diese Singularität erzeugt eine derartig starke Gravitationskraft, dass in einem bestimmten Radius um sie herum, dem sogenannten Ereignishorizont, besondere Phänomene auftreten. Der Ereignishorizont ist eine Grenze, die immer nur in eine einzige Richtung überschritten werden kann, hin zur Singularität. Nichts, keine Materie, kein Licht, keine Information kann ihr entweichen. Diesen Ereignishorizont, den müssen wir uns als runde schwarze Fläche, also als perfekt schwarze Fläche vorstellen. Er ist ein schwarzes Loch. Wir kennen schwarze Löcher mit stellaren Massen, aber es gibt auch supermassereiche schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien. In der Milchstraße etwa ist dies Sagittarius A-Stern, ein schwarzes Loch mit 4,3 Millionen Sonnenmassen. Das größte, uns bekannte schwarze Loch ist die Quelle des Quasars S5-0014+81 mit einer Masse von ca. 40 Milliarden Sonnenmassen und damit etwa 10.000 Mal größer als Sagittarius A-Stern in der Milchstraße. Schwarze Löcher gelten oft als unheimlich, als Monstren, die sich durch Galaxien fressen und ein Vakuum der Zerstörung hinter sich lassen. Dies ist allerdings falsch. Wäre unsere Sonne ein schwarzes Loch mit der gesamten Masse der Sonne, und nein, die Sonne kann kein schwarzes Loch werden, dann hätte sie einen Radius von etwa 3 Kilometern. Die Planeten des Sonnensystems aber würden weiter unbeeindruckt ihre Bahnen ziehen, denn an der Gravitationskraft im Zentrum des Systems hätte sich rein gar nichts verändert. Genau genommen könnte jedes Objekt ein schwarzes Loch werden. Die Voraussetzung ist, dass man die Masse des Objektes so weit komprimiert, bis ein bestimmter Radius unterschritten wird, der Schwarzschildradius. Für die Erde wäre dieser Radius etwas unter einem Zentimeter, etwa Erdnussgröße. Könnte ich also die Erde derartig zusammenpressen, würde auch sie zu einem schwarzen Loch werden. Die Singularität im Zentrum eines schwarzen Lochs können wir mit den uns bekannten Theorien nicht präzise beschreiben, geschweige denn beobachten, da keinerlei Informationen und kein Licht den Ereignishorizont des schwarzen Lochs verlassen können. Warum aber ist das so? Der Grund wird im Internet nahezu immer falsch dargestellt. Auf Basis von Newton erklärt man, dass schwarze Löcher so viel Gravitationskraft besitzen, dass die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit sei. Damit sei dann nicht einmal Licht schnell genug, um dem schwarzen Loch zu entkommen. Tatsächlich aber können wir die Besonderheiten eines schwarzen Lochs nicht mit Newtons Gravitationsgesetz erklären. Wie vermutlich die meisten von euch längst wissen, bewegt sich Licht gemäß Einsteins spezieller Relativitätstheorie immer mit der exakt gleichen Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit. Die masselosen Photonen müssten das schwarze Loch also verlassen können, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. Und dies ist nicht möglich, weil, wieder Einstein, nur dieses Mal die allgemeine Relativitätstheorie, die Anwesenheit von Masse die Raumzeit krümmt. Und ist die Raumzeit gekrümmt, vergeht Zeit langsamer. Mit anderen Worten, Uhren auf dem Jupiter ticken langsamer als auf der Erde. Der Effekt ist stärker, je größer die Masse ist. Innerhalb des Schwarzschildradius ist die Raumzeit so stark gekrümmt, dass die Zeit stillsteht. Die Photonen können dem schwarzen Loch entweichen, aber da keine Zeit vergeht, kommt es zu einem Effekt, der Gravitational Redshift genannt wird, eine gravitationsbedingte Rotverschiebung. Je stärker die Zeitdilatation, desto langwelliger wird das Licht,
Am Ereignishorizont ist dieser Gravitational Redshift unendlich groß. Keine Welle, keine Bewegung, kein Licht. Schwarz. Aus irgendeinem Grund hat sich die Newtonsche Erklärung im Internet durchgesetzt und wird quasi als Meme weitergetragen. Möglicherweise aber trägt ja unser Video ein wenig dazu bei, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Christoph, das war ein Wortspiel. Bleiben wir kurz bei den Absonderlichkeiten der Raumzeit um ein schwarzes Loch. Stellen wir uns mal einen überraschten Astronauten namens Tom vor, der aus einem abwegigen Grund involviert waren hier die Fehlfunktion einer Raumschifftoilette, ein 1 Meter langer Gummischlauch und ein Pavian namens Dr. Kepler, der also aus irgendeinem Grund in ein schwarzes Loch fällt. Die Zeit verläuft nun jeweils anders für ihn und für Dr. Kepler, der aus sicherer Distanz vom Raumschiff aus zusieht. Der Pavian sieht den Astronauten fallen, und zwar immer langsamer. So lange, bis dieser schließlich am Ereignishorizont einzufrieren scheint. Wenig später verblasst der Astronaut und verschwindet. Anders hingegen ergeht es dem Astronauten Tom. Er nimmt keine Verlangsamung wahr. Auf seiner Uhr vergeht die Zeit normal weiter. Anders im Universum um ihn herum. Wenn Tom den Ereignishorizont erreicht und in die Sterne blickt, dann würde er, könnte er dort kurz verharren, die gesamte Zukunft des beobachtbaren Universums sehen. Und zwar gleichzeitig. Das Licht aller Sterne von jetzt und allen Sternen, die da noch sein werden, würde ins unendliche Blau verschoben und träfe Tom und brennt ihn aus dem Universum. Dass Tom das nicht miterleben muss, hat er der Gezeitenkraft zu verdanken. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, das wir dazu gemacht haben. Die Gravitation ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Distanz zwischen zwei Massen. In diesem Fall also Tom und der Singularität. Normalerweise wäre ein Unterschied von 2 Metern zu vernachlässigen, das ist die Größe Toms, nicht aber bei einem schwarzen Loch. Dessen Masse ist so gewaltig und sein Radius so klein, dass die Kraft, die an Toms Füßen zerrt, vielfach stärker ist als die Kraft, die an seinem Kopf zieht. Tom wird in diesem Gravitationsfeld in die Länge gezogen, bis er einem Spaghetti gleicht. Viele Kilometer lang und nur noch so dick wie ein Haar. Der astronomisch präzise Fachbegriff für diesen Effekt ist Spaghettifizierung. Das ist kein Witz. Diese Spaghettifizierung ist übrigens auch der Grund, warum Wurmlochreisen in schwarzen Löchern so unwahrscheinlich scheinen. Selbst wenn es Wurmlöcher gäbe, wir könnten nur als extrem langer Wurm durchs Wurmloch. Und auf Wunsch einiger Zuschauer noch etwas zu Hawking-Strahlung. Stephen Hawking, der unlängst verstorben ist, hat gezeigt, dass Quanteneffekte in gekrümmter Raumzeit dazu führen können, dass ein schwarzes Loch tatsächlich Masse verliert. Sehr vereinfacht dargestellt, entstehen durch die starke Gravitation des schwarzen Lochs in der Nähe des Ereignishorizonts virtuelle Teilchenpaare aus Materie und Antimaterie. Befindet sich eines dieser Teilchen innerhalb des Ereignishorizonts, dann verbleibt es im schwarzen Loch. Das andere allerdings kann entkommen. Das geflüchtete Teilchen hat eine positive Ladung, welche damit dem schwarzen Loch verloren geht. Und nach Einsteins Gleichung E gleich m mal c Quadrat hat das schwarze Loch nun an Energie und per se an Masse eingebüßt. Auf diese Weise könnten schwarze Löcher über Trillionen von Jahren hinweg all ihre Energie als Hawking-Strahlung abgeben und letztendlich verdampfen. Beobachten aber konnten wir diese sogenannte Hawking-Radiation bis heute noch nicht. Geschafft! Hoffentlich habt ihr heute einiges Neues zu schwarzen Löchern gelernt. Lest das Ganze ruhig nochmal nach. Informiert euch gerne in anderen Quellen, aber in diesem Fall bitte ausnahmsweise nicht auf YouTube. Und Moment, bevor ihr ausschaltet, abonniert Raumzeit, teilt, liked und vergesst die kleine Glocke nicht. Wir sagen wie immer, danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42.